Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Star Stable Online. Ja, es ist einige Zeit vergangen, es ist bereits 2018. Frohes neues Jahr an alle. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange, also wann der Part jetzt kommt. Dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, von daher ist dann wahrscheinlich frohes neues Jahr nicht mehr so angesagt. Ja, und zwar habe ich eine ganze Zeit gar nicht mehr Star Stable gespielt, weil ich so viel in der Uni zu tun hatte, dass ich es wirklich zeitlich gar nicht einrichten konnte und eben auch nicht einrichten wollte. Und ja, daher bin ich nicht ganz so weit, wie ich eigentlich jetzt wäre, wenn ich weiterhin regelmäßig aufgenommen und gelevelt hätte. Stormwind ist ausgelevelt, deswegen sitze ich jetzt auf Lucky Star, der auch bereits Level 9 ist. Ja, und dann habe ich halt nicht mehr so viele Pferde zum Leveln. Und wie ihr seht, ich bin auf Level 12. Liegt daran, dass ich die Weihnachtsquests gemacht habe, da ich nicht wusste, wie lange es das Weihnachtsdorf gibt. Und ich mir ziemlich sicher war, dass ich nicht mehr dazu komme, einen Part aufzunehmen. Und ich es halt schade gefunden hätte, wenn ich die Questreihe gar nicht hätte machen können. Deswegen habe ich sie einfach gemacht. Deswegen bin ich jetzt auch schon Level 12. Ja, tut mir leid, dass ihr das dann nicht mitbekommen habt, aber ist jetzt leider so. Ja, genau, und weil ich jetzt Level 12 bin, kann ich mir jetzt auch die Friesen holen. Und heute ist der letzte Tag, wo der Wandermarkt, Pferdemarkt hier in Silverglade ist. Deswegen habe ich gedacht, auch wenn jetzt eigentlich nicht Folge 70 ist, also ich werde es im Voraus aufnehmen und dann einfach als Folge 70 schneiden. Also wahrscheinlich bin ich jetzt eigentlich schon weiter. Jetzt habe ich natürlich vieles erklärt, was ich jetzt wahrscheinlich schon in einem Video, was dann danach kommt. Also, schwer zu erklären. Ich bin bei Part 65, 66 oder so. Part 67 wird der nächste. Und das hier, was ich jetzt gerade aufnehme, wird Part 70. Damit ich das ein bisschen wieder in der Reihe habe. Deshalb, ja, ist es ein bisschen durcheinander. Wundert euch also nicht. Genau, und zwar wollte ich mir jetzt zwei Friesen holen. Ein altes Modell, ein neues Modell. Das hier ist das alte Modell, wo ich ja bereits schon einmal gesagt hatte, dass mich das eher an einen barocken Friesen erinnert. Und das neue Modell erinnert mich eher an einen Sportfriesen, Arabo-Friese, wie man es auch immer nennen möchte. Ja, den hier will ich auf jeden Fall kaufen. Man sagt, dass man die Vorfahren der Friesen bis in die Eiszeit zurückverfolgen kann. Obwohl es eigentlich als Arbeitspferd gezüchtet wurde, ist es im Mittelalter vermehrt als Kriegspferd eingesetzt worden. Heutzutage ist der Friese ein beliebtes Familienpferd mit einer starken Persönlichkeit. Ja, kostet nur noch 790 Starcoins. Level 1, wir kaufen es mal. Und zwar soll es eine Stute sein. Nicht dabei. Jetzt müssen wir den neuen Namen gucken. Ja, wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, es gab bis jetzt noch keinen. Netzwerkfehler liegt daran, dass wir uns jetzt endlich mal dazu entschieden haben. Mal kurz nach. Ich kann nicht lesen und gleichzeitig reden, es tut mir leid. Dass wir uns entschieden haben, einen WLAN-Repeater zu holen, der übers Stromnetz geht. Dadurch kommt jetzt hier oben fast genauso viel Internet an, wie auch unten von unserem... Shit, ich glaube, ich bin schon vorbei. Wie jetzt auch unten bei unserem Router eigentlich rauskommt, kommt jetzt eben auch oben an. Das heißt, ich habe jetzt endlich... Jetzt bin ich wieder dran vorbei... Jetzt haben wir endlich gutes Internet. Ich fliege nicht mehr raus, das ist sehr schön. Ja, genau. Peppermint soll die Stute heißen. Glückwunsch zu deinem neuen Pferd. Dein neues Pferd wird zu deinem Heimatstall gebracht. Du kannst es in deinem Stall finden. Ja, deswegen eigentlich sind jetzt alle Voraussetzungen für gute Aufnahmen gegeben. Ich habe ein vernünftiges Programm, was aufnimmt. Ich habe mir jetzt auch in der Zwischenzeit mehr Platz auf meinem PC geschafft, sodass ich tatsächlich sogar 3, 4 3, 4 Let's Plays wahrscheinlich sogar am Stück aufnehmen könnte. Dummerweise fängt jetzt aber, also dieses Wochenende bin ich auf einem Wellness-Wochenende mit meinem Freund in Frankfurt. Ruhe da hinten. Mein Freund ist im selben Zimmer und ja. Er wollte hat eben schon die ganze Zeit angedroht, dass er mir dazwischen labert. Da habe ich ihm gesagt, er soll gefälligst ins Bett gehen, aber irgendwie wollte er das nicht.
Naja, genau, wir sind in Frankfurt, deshalb kann ich da auch nicht aufnehmen. Außerdem muss ich eigentlich noch ganz viel für die Uni machen, was ich bisher so ein bisschen vor mir hergeschoben habe. Ja, und danach beginnt eben wieder das Semester geht halt weiter, die Ferien sind vorbei und ich habe so viele Klausuren, die ich schreiben muss, so viele schwierige Klausuren, dass ich höchstwahrscheinlich wieder nicht dazu kommen werde. Naja, ist dann halt so, da müsst ihr leider warten. Und voraussichtlich wird im Frühjahr dann auch unser Welpe einziehen. Dementsprechend werde ich dann wahrscheinlich auch nicht mehr so viel zum Aufnehmen kommen, weil der dann mich ganz schön auf Trab halten wird. Also weiß ich noch nicht so ganz, wie die Zukunft hier in Star Stable jetzt aussieht. Im Moment, die Folge nehme ich nochmal auf. So, das wäre dann der Friese im Sporttyp, den ich jetzt nehme. Das lese ich jetzt nicht nochmal vor, das ist dasselbe. Kostet mal eben 200 Starcoins mehr. Ist schon nicht günstig, aber okay. Kaufen wir das. Und dann würde ich die gleich auch mal ein bisschen vergleichen. Ein bisschen ärgert es mich, dass es hier jetzt so dunkel ist, weil ich nehme, wie ihr euch denken könnt, nachts auf, weil ich tagsüber wirklich im Moment gar nicht dazu komme. Naja, aber ich denke, man wird trotzdem die Unterschiede erkennen können. So ganz dunkel ist es ja nicht. So, Dark Prince ist dann das für mich der Sportfriese, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Glückwunsch zu deinem Abwehr. Brauche ich eigentlich nicht auch nochmal vorlesen. Dann gucken wir uns die beiden nochmal an. Ich finde es ganz interessant, dass die Framerate jetzt wirklich deutlich besser ist als früher. Da war die ganze Zeit über 30, 40. Jetzt ist sie kontinuierlich bei 60. Es wird also wahrscheinlich auch wenig stoppen. Jetzt stoppt es gerade. So, das ist Peppermint. Ja, recht kantig. Und das ist Dark Prince. Der sieht schon sehr blau aus, ne? Aber egal. Bin mal gespannt, wie er bei Tageslicht aussieht. Ich finde, nachts haben die sowieso alle so einen komischen Schein. Mit wem fangen wir an? Ich glaube, wir fangen hier mit Peppermint an. Die Stute. Okay. Ja. Die kommt mir gerade deutlich langsamer vor als Lucky Star. So, dann gucken wir mal nach Ausrüstung. Ich habe Ausrüstung hier ein bisschen neu sortiert zwischendurch. Was könnte hier stehen? Rot jetzt nicht so. Grün auch nicht. Blau habe ich nicht viel. Blau ist gar nicht so schlecht. Was haben wir noch? Ja, weiß habe ich nur die blöden. Braun finde ich jetzt auch nicht so schön. Nein, kein Rosa. Ich finde Gelb gar nicht so schlecht. Kann man... Ah, doch, die können wir da machen. So, dann... Huch. Sättel. Da ist jetzt eigentlich, glaube ich, egal, welchen ich nehme. Nehmen wir den. Schwarze Jorvik-Zügel habe ich sogar zweimal. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was Stärke bringt. Was passiert, wenn ich Stärke plus 2 habe? So, dann schauen wir mal.
schauen wir uns mal die Gangarten an. Der Schritt. Ja gut, das Modell ist generell etwas, ist ein altes Modell. Recht stark sich. Und was mir da halt auffällt, ist, dass der Körper eigentlich immer recht gleich bleibt und sich nur die Beine bewegen. Das finde ich halt an den alten Modellen nicht ganz so schön. Ich weiß auch nicht, warum hier dieses noch ist. Ah, jetzt ist es weg. Okay. Ja, das ist halt das, was mich an den alten Modellen noch ein bisschen stört. Insgesamt ist der Körper halt recht kräftig. Wie gesagt, finde ich, passt eher zu einem barocken Friesen. Wir haben zum Beispiel bei uns im Stall auch einen Friesenhengst. Der halt im Barocktyp gezüchtet ist. Und zwar von der Bereiterin, die auch die früher die Friesen für die Appassionata geritten hat und mit denen auch aufgetreten ist. Von der ist der und der ist halt wirklich kräftig. Also der zum Beispiel, wenn wir mal stehen, wenn die Kamera so bleiben würde. Und zwar, der ist hier nicht so schlank. Also der ist schon deutlich kräftiger. Also ich finde, das sieht jetzt fast ein bisschen aus, als wäre das Pferd unterernährt. Ja. Der hat auch deutlich mehr Hintern. Also es ist halt ein Barockfriese. Das sieht man dem auch an. Also die Mähne kommt schon hin. Der hat zwar Mähne fast bis zum Boden, aber ja. Also mir gefällt halt das alte Modell von Friesen eigentlich ziemlich gut. Weil ich es halt auch recht realitätsnah finde. Die Gangarten gut sind halt die alten Gangarten. Die finde ich halt nicht ganz so gut vom Körperbau her. Ja, mal abgesehen davon, dass es halt kantig ist. Nicht so wie die neuen Modelle, die sind ja doch deutlich runder. Aber von der Massigkeit, kann man das so sagen? Von der Massigkeit, finde ich, passt es eher zum Friesen. Ja, war klar, dass ich jetzt wieder in den Zaun reite. Hui! Hier habe ich durch die Leute durch, das tut mir leid. Ja, also, wie gesagt, das Modell gefällt mir eigentlich sehr gut, weil es eben eher diesem barocken Friesentyp entspricht, den ich halt auch schön finde. Ich mag zwar auch die Sportfriesen, aber selbst die finde ich, ich finde die barocken einfach schöner. Was dieser Haarstyle ist, kann zurzeit nicht die Frisur von Friesen ändern. Dein schönes Pferd hat ein einzigartiges Haar. Okay, also die Frisur kann man nicht ändern. Das ist schon mal interessant. Ja, das wird auch das einzige Pferd von dieser Körperform her bleiben. Es gibt ja noch die ganzen Andalusier und friesischen Sportpferde in der Körperform. Warum kommt das eigentlich immer so mitten in der Nacht, wenn es schon dunkel ist? Einfach weil mir die Form an sich für andere Rassen finde ich einfach nicht passend. Also okay, friesisches Sportpferd ja, aber das reizt mich jetzt nicht so. Aber ich finde, für den Andalusier passt das einfach nicht. Also ich finde nicht, dass das nach einem spanischen Pferd aussieht. Also wir haben halt auch zwei spanische Pferde, tatsächlich sogar von derselben Besitzerin im Stall und es passt einfach nicht. Allein schon von der Größe her, spanische Pferde sind einfach nicht so groß. Vielleicht die neue Züchtung, die halt mehr auf Reit- und Sportpferd geht, also die klassischen Pres oder Usitanos sind einfach nicht so groß. So, das ist dann der meiner Meinung nach sportliche Typ. Okay, gucken wir mal, ob wir was Schönes für den finden. Ach ja, meine Ausstattung passt jetzt natürlich so gar nicht dazu. Dem könnte man ja... Ja, nee, der ist schon von der Färbung her blau, der muss nicht auch noch blaue Ausrüstung haben. Das verstärkt das ja nur. Und grün wollte ich eigentlich. Genau. Ja, da gibt es irgendwie keine passenden Bandagen zu. Sie sind aber entweder zu dunkel oder zu hell. Ich lasse sie einfach weg.
Ja, jetzt ist wieder Sattel. Ist eigentlich nicht egal, welchen ich da nehme. Wie gesagt, ich weiß nicht. Agilität kann ich mir vorstellen, dass man dadurch ja besser in die Kurven kommt. Stärke plus 3. Keine Ahnung, was mir das bringt, ob das Pferd dann höher springt. Geschwindigkeit, gut, das verstehe ich. Ja, die schwarzen Jogging-Züge. Schneeflocken. Das finde ich eigentlich ganz schön, das Schneeflocken-Zaumzeug. Bringt mir nichts. Aber das ist ja egal. Wir müssen ja jetzt keinen Wettkampf bestreiten. Das ist dann schon weh. Das nervt halt echt so ein bisschen. Das bleiben die irgendwie immer stecken, die Beschreibungen. So. Hui, läuft aber hoch. So, dann fangen wir mal an mit Schritt. Ja, also wie gesagt, dieses Modell gefällt mir von den Gangarten tausendmal besser. Es ist einfach viel weicher, flüssiger. Der Körperbau ist einfach nicht so kantig, aber halt auch deutlich schmaler. Und ja, also ich finde, mit einem echten Friesen hat es halt nicht mehr so viel zu tun. Also von der Körperform her. Mit einem barocken Friesen. Das sieht halt eher aus, auch von der Kopfform her, als hätte man halt einfach ein bisschen Araber mit reingemixt. Was natürlich okay ist. Also, für mich ist es halt einfach kein Barockfriese, sondern mehr ein Sportfriese. Mit dem, der hat eben auch, finde ich, die Körperform, um vernünftig springen zu können, um auch etwas höher springen zu können. Was man mit den barocken Friesen meistens nicht ganz so gut kann. Ja, zum Trab, den finde ich halt schön und auch sehr schön passend. Also unser Barockfriese im Stall hat im Trab tatsächlich sehr ähnliche Gangarten. Ich finde es auch gut, dass nicht nur die Vorderbeine so hoch gehoben werden, sondern die Hinterbeine entsprechend hochgehoben werden, dass die Hinterhand eben quasi auch mitgeht. Das sieht da nicht so aus nach vorne strampeln und hinten kommt nichts. Also mir persönlich ist halt einfach der Schweif, ich finde den Schweif einfach komisch, wenn man das so sagen darf. Aber es ist halt auch schwierig, in Spielen den Schweif von Friesen schön darzustellen, weil dafür müsste man deutlich mehr einzelne Haare einfach programmieren und mehr Haarbewegung. Ui, okay. Aber auch ganz schön mit dem Kopf. Also für mich halt von den Gangarten deutlich schöner als der alte Friesentyp. Vom Körperbau, ich hätte halt gerne einfach, hätte es schön gefunden, wenn dieser Friese vom Körperbau her noch was kräftiger gewesen wäre und das friesische Sportpferd dafür dieses Modell hätte und einfach der normale Friese einfach ein bisschen kräftiger. Und dann hätte ich es eigentlich schon ziemlich perfekt gefunden. Aber das ist dann, glaube ich, auch Meckern auf hohem Niveau. Okay. Ja, ich finde es auf jeden Fall interessant, auch mal ein Pferd dieses Modells zu haben. Ich bin gespannt. Also bis zum Leveln wird es noch ein bisschen dauern. Ich bin mal gespannt, ob man hier jetzt... Hier kann man die Mähne jetzt ändern. Oh Gott, oh Gott. Okay. Ach, was mir gerade auffällt, ich habe... Oh, der Schweif. Der Schweif ist tatsächlich noch schlimmer. Ich habe die Musik rausgemacht, weil die mich irgendwie beim Spielen oftmals gestört hat. Da habe ich dann lieber eigene Musik angemacht. Deswegen hört man jetzt auch keine Musik. Also der Schweif ist bei den anderen Mähen ganz grauenvoll, da hat man sich gar keine Mühe mehr gegeben. Und auch da, das ist irgendwie vollkommen verwaschen. Ich würde eigentlich gerne eine andere Mähne nehmen, aber die sehen alle kacke aus. Also da hat sich jemand, die haben gar nicht Mühe gegeben. Das Lichtverhältnis von der Mähne ist ganz... ganz schrecklich und vom Schweif ebenso. Also, tja, schade. Muss leider so bleiben. Ja,
Also insgesamt finde ich sie natürlich schön. Beide Modelle, sonst hätte ich sie mir nicht gekauft. Wie gesagt, ich finde beides hat seine Pros und Kontras. Ja, ich bin mal gespannt. Demnächst höre ich die dann, ja. Wie lange nehme ich denn jetzt auf? Boah, ziemlich genau 20 Minuten. Ja, 20 und eine halbe. Ich hätte jetzt gedacht, ich nehme länger auf im Vergleich. Ich weiß halt auch noch, also, ob ich das schaffe, die nebeneinander einzufügen, wahrscheinlich eher nicht. So versiert bin ich in der Videobearbeitung noch nicht. Was vielleicht mal interessant ist, ist dieses Pferd hier. Und übrigens habe ich mir die Führfunktion mal zugelegt, nachdem ich herausgefunden habe, dass man die einfach bei einem Pferdetrainer kaufen kann. Und zwar habe ich in der Fohlen-App dieses Morgan herangezüchtet, herangezogen, herantrainiert. Ey, wo sind wir hängen geblieben? So. Und zwar, weil ich das halt echt noch schön fand und ja, mal wieder die Fohlen-App benutzen wollte. Ja, dementsprechend habe ich das jetzt auch noch. Das wird auch noch gelevelt. Ansonsten sind aber tatsächlich, also die Pferde hier hinten sind alle ausgelevelt. Die beiden Haflinger sind ausgelevelt. Yorkshire's Urpferd und auch Stormont sind auch ausgelevelt. Mir fehlen jetzt halt wirklich nur noch die, die hier stehen. Ja, Dream Dancer wird hier so peu à peu jeden Tag ein bisschen gelevelt und Lucky Star ist halt im Moment dran. Und dann habe ich halt wirklich nur noch Sun Dancer und ja genau, Autumn Fire. Die Stute hier. Und dann sind halt schon die Fliesen dran. Jo. Dann steigen wir mal wieder auf Lucky Star. Der ist ja schließlich, ja, aktuelles Pferd. Und sortieren die Pferde hier mal wieder ein. Genau, und ich habe mir hier diesen, den, wie heißt der, Silberfuchs gekauft. Weil ich den echt süß fand und das mal ausprobieren wollte, wenn die, Tiere neben den Pferden her laufen können. Das fand ich irgendwie echt süß. Na, die beiden müssen wir tauschen. Die steht falsch. So. Ja, und ich glaube, das war auch eigentlich schon alles für diese Folge. Ja, dann bin ich gespannt, was ihr zu meiner Bewertung von den beiden Friesenmodellen sagt. Da gehen Meinungen, glaube ich, auch ziemlich weit auseinander. Manche finden das neue ganz toll, manche finden es ganz schrecklich und genauso mit dem alten Modell. Ich finde beide in Ordnung und hätte mir eine Mischung aus beiden tatsächlich, hätte ich am besten gefunden. Und dann eben das neue Friesenmodell für das friesische Sportpferd. Ja, super interessant würde ich mal finden, wenn die ein neues neues Template für den Andalusier rausbringen würden, der einfach der Rasse auch mehr entspricht. Dann hätte ich vielleicht auch wieder Interesse, mal so ein Pferd zu holen. Ja, dann hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat, dass ihr geduldig mit mir seid, was die nächsten Teile angeht, die wahrscheinlich wirklich demnächst erstmal nur so tröpfchenweise, wenn überhaupt, kommen werden. Ich hoffe, ihr seht es mir ein bisschen nach. Ich habe halt wirklich viel zu tun in der Uni im Moment. Und wie gesagt, das mit dem Hund steht ja auch demnächst wahrscheinlich an. Und ja, wird also eine etwas volle Zeit, in der so Sachen wie Star Stable eben ein bisschen kürzer treten müssen. Ja, dann hoffe ich, dass ihr trotzdem nächstes Mal wieder einschaltet und euch dieser Part gefallen hat. Bis dahin, tschüss!